Die Simple Show erklärt die lange Nacht der Startups. Das ist Johanna aus Berlin. Johanna ist die Mutter von Tim und sehr stolz auf ihn, denn er ist seit kurzem Geschäftsmann. Gemeinsam mit seiner Freundin Sandra hat Tim eine geniale App entwickelt und ein Unternehmen gegründet. Startup nennt man so etwas. Das weiß auch Johanna und beobachtet mit Freude, wie das Unternehmen wächst. Die beiden haben bereits sehr viel Arbeit in ihr Startup investiert und brauchen nun vor allem eins: Aufmerksamkeit. Doch Werbung kostet viel Geld und Konkurrenten gibt es viele, aber nur wenige Chancen, eindrucksvoll aufzufallen. Immerhin wollen Sandra und Tim mit ihrer Geschäftsidee nicht nur die Berliner Startup-Szene erobern, sondern die breite Öffentlichkeit. Und während Tim sich noch den Kopf zerbricht, hat Sandra die Lösung. Die lange Nacht der Startups in Berlin. Sie bietet ausgewählten Startups eine Bühne. Und zwar aus den Kategorien Musik, Games, E-Commerce, Startups von Frauen gegründet und Themen rund um Kommunikation. Die Chance, sich zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen, Kunden zu gewinnen und über Nacht groß rauszukommen. Dank einer überzeugenden Bewerbung wurden auch Sandra und Tim Teil des Events und können dort mit Besuchern über ihr Produkt diskutieren. Auf der Konferenz erfährt Sandra tagsüber außerdem Wichtiges über die Themen Finanzierung und Gründung, während Tim spannende Unternehmenspartner trifft. Und das Beste? Die Teilnahme an der langen Nacht der Startups kostet Tim und Sandra keinen Cent. Und weil auch die Besuchertickets unglaublich preiswert sind, kommt Johanna nicht allein, sondern bringt die ganze Familie und alle Freunde mit. Einstieg, Aufstieg, Sprungbrett. Die lange Nacht der Startups in Berlin. Das Beste für alle. Unterstützt von der Telekom, Amazon Web Services, Deticon Consulting sowie Eventbrite. www.startupnight.de. Sei dabei, wenn am 7. September keiner schläft.